Hallo und moin moin zu Sinner Oracle of Seasons Ages. Für die Leute, die die Ages Playlist gucken, warum ist hier ein Seasons Video drin? Und für die Leute, die Seasons gucken, warum sieht das hier auf einmal so anders aus? Oh, folgendes. Ich habe ja zuerst Oracle of Seasons gespielt und habe dann ein Linked Game mit Oracle of Ages gemacht. Und habe das soweit durchgespielt und das war eine ganz coole Zeit. Und bevor ich das Projekt angefangen hatte, war es ja so, dass Seasons bei mir so meh in Erinnerung war und Ages war ganz gut. Es hat sich beides jeweils in beide Extreme weiterentwickelt. Seasons fand ich ziemlich schwach. Und Ages fand ich so zu 85-90% extrem gut. Wirklich, wirklich extrem gut. Allerdings gab es dann in Ages, weil es halt das Link-Game war, die Hero Cave, die Heldenhöhle, wie auch immer man das übersetzen wollen würde. Und die haben wir gespielt und die war im Verhältnis ziemlich scheiße. Also die war gar nicht mal so gut. Und dann kam natürlich der Gedanke auf, okay, wahrscheinlich wird es sowas auch in Oracle of Seasons geben. Eventuell kommt jetzt da auch der K-Effekt, dass auf einmal die beste Hero Cave aller Zeiten ist. Und es ist ziemlich auch der letzte Content, den ich halt auch mit Seasons machen werde. Es gibt da ein, zwei interessantere Dinge, wenn du Linked Game spielst, aber die werde ich halt dann zum Ende nochmal bequasseln. Von daher, guten Tag 2.0, Hanon Kun, Chan, Bra, Swan. Jetzt haben wir hier einen Charakter mit vollen Herzen und heißt halt ein Linked Game. Und ihr seht, da war halt keine Rubine, keine Items, wo bin ich denn? Ja, ich habe keine Lust gehabt, das ganze Spiel durchzuspielen, um an alle Items zu kommen. Also habe ich mir ganz kurz das halt alles soweit aufgesetzt, habe mir den ganzen Kram, habe alles soweit vorbereitet, habe auch ein paar Items, die nichts tun. Du kannst hier zwar den Switch-Hook kriegen, der tut aber nichts. Eine reguläre Variante des Handschuhs, die auch nichts macht, aber wir können weiter das Erz benutzen. Ja, das macht halt noch nichts, aber ich kann das Erz rumschwingen, wenn ich möchte. Ja. Darum wird das jetzt halt alles vorbereitet. Es hat alles dann noch ein bisschen gedauert, weil die Codes im Internet, die waren alle ziemlich unverständlich und dann ist halt Hexadezimalzahlen durchprobieren, bis es klappt, aber es hat ja doch ganz gut funktioniert. Ich weiß halt nicht, wie das halt ablaufen wird. In Ages haben wir quasi fast alles an Items gebraucht. Und zwar halt sehr viel Rätsel- und Geschicklichkeitsgedöns. Ich vermute, hier wird es ebenso sein, dass Seasons aber einen Kampffokus hat, vermute ich, dass da mehr Kämpfe statt direkte Rätsel sein werden. Wir haben auch Itemtechnik einfach ein bisschen weniger, was man für Rätsel wirklich nutzen kann. Halt die Slingshot, den Magnethandschuh, den Boomerang und Rock's Feather ist halt auch mehr Geschicklichkeit. Und mehr hast du halt hier an Items eigentlich nicht. Von daher bin ich mal gespannt, wie das wird. Muss halt erstmal gucken, wo die Hero Cave überhaupt ist. Und ich habe gelernt, da unten war eigentlich halt, also die Heroes Cave gibt es auch als regulären Dungeon in Seasons. Im Link Game wird es aber abgeändert, du startest einfach mit dem Schwert und das wird dann zu dem schweren Äquivalent der Hero Cave. Das weiß ich halt. Also, wie sind wir Heroes Cave? This is the Heroes Cave, continue on if you trust your skills. Von daher, mit einem neuen Track, glaube ich. Nein, das ist, das ist nicht 9, sondern 9L ist das Hexadezimal, also wir haben mehr als genug Kerne. Und ja, ich habe auch alle zur Auswahl. Habe ich extra gemacht. Hat alles eine Weile gedauert, bis es geklappt hat, aber ja. Halt, ich habe jetzt halt die ganzen Ressourcen. Bei den Bomben weiß ich nicht, es zeigt nur 9 an, aber sollten eigentlich Maximum sein. Und da müssen wir schauen. Aber ich habe übrigens auch die Bombschuhe, von daher wird schon klappen. Dann machen wir den hier, dass, falls irgendwas passiert. Und legen los. Ah ja, und die Ringe soll ich euch nur noch kurz zeigen. Ich habe mir den Green Ring, halt Angriff, Verteidigung hoch, doppelter Angriff, Herzen lande ich über Zeit auf, Bomben explodieren, solange ich es in der Hand habe, falls ich irgendwie Geschicklichkeitsgedöns habe. Und das hier macht halt meinen Boomerang-Schaden auf 2 hoch, weil das die einzige Angriffe mit Waffen mit weiter Reichweite und manche Gegner sind auch nur Darkling empfindlich. Zumindest war das in meiner Erinnerung so. Von daher. What? Okay.
Okay, es fängt schon gleich mit Rätseln an. Das ist ja schon mal immerhin ganz gut. Können wir auch gleich hiermit anfangen. Ah, ich sehe, Moment. Okay, ich habe einfach nur 10 Bomben Maximum eingesucht, das ist maximal, also halt die 30, 50 sein, wie viel auch immer das war. Oh, halt, stopp. Nee, das funktioniert nicht. What? Oh. Aber das bringt mir auch nichts. What? Okay. Ah, okay, ich verstehe. Ich komme nicht mehr raus. Oder? Nein. Okay, ich kann mich hier rausbauen. Okay, gut. Haben wir das dann schon mal. Das bringt mir aber auch wieder nichts. What? Okay, das erste Rätsel des Spiels und ziehst du den Schenkel schon fest. Hä? Ich verstehe es nicht. Andersrum kann ich auch noch nicht verschieben. Es muss ja der hier sein. Aber wie? Also in dieser Kurve komme ich nicht vorbei. Oh, warte. Das kommt schon wieder nicht raus, oder was? Moment. Was ist, wenn ich theoretisch das bisschen mache, zurücklaufe? Kann ich das hier oben verschieben? Nein. Okay, die beiden kann ich jetzt zur Seite schieben. Den kann ich auch nur nach oben schieben. Die sind alle fest. Das bringt mir halt nichts. Ah. Moment. What? Das bringt halt nichts, weil ich kann das halt hier nicht runterschieben. Was zum Arsch? Ja, ich kann das hier halt hochschieben. Das bringt mir aber halt nichts, weil ich kann die Vase nicht bewegen.
Warum kann ich die nicht hochheben? Fällt mir ja sogar da ein. Moment. Okay, es geht nicht. Aber ist doch unsinnig. What? Was übersehe ich? Was bin ich übersehend? Ich weiß es nicht. Oder ist es super weird? Und super weird. Super weird. Dein Ernst, was soll ich tun? Wenn ich den so nach so schiebe, bringt das halt auch nicht. Ich kann es halt nicht andersrum schieben. Das ist so die einzige Blockreihenfolge, die ich habe. Der steckt hier und der steckt hier. Und die ganzen aus den Reihen davor bringen mir halt auch nichts, weil hier ist die Reihe und hier ist die Reihe. Ich krieg das ja hier von der Seite nicht so frei. Das ist gerade für mich ein wenig sehr unsinnig, möchte ich sagen. Ich hab keine Ahnung, was das Spiel wieder von mir will. Ich habe noch keinen Kane oder sowas, der mir hilft. Da oben komme ich auch nicht hoch. Es geht doch nach unten. Moment, was? Aber der nicht. What? Moment, ja, jetzt steckt das doch fest. Hä? Wieso kann ich den einzeln nach unten schieben? Moment. Warte. Ich glaube, der ist die Lösung. Okay, ich kann Blöcke doch stellenweise anders verschieben. Moment. Okay, der hier nach oben. Ich glaube, der nach unten und der zur Seite? Nee, kann ich nicht. Aha! Haha! Haha! Ich hab's rausgefunden, okay. War nur eine Viertelstunde oder so. Okay, ich konnte die Blöcke doch anders verschieben. Gut, jetzt geht's los. Wait, what? Oh, kann sein, dass mir die Handschuhe fehlen? Moment, Internet! Und Items. Kann es sein, dass mir Power Bracelets fehlen? Moment,
Ah, stopp, 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 da war's doch, da war's doch. Ah. Oh, mir fehlt ein Item. Ups. Upsi, pupsi, da hab ich ein Item gesehen. läuft hervorragend. Wie gut ist das denn? Moment. Aber da habe ich schon gleich eine passende Lösung. Moment. Ups. Sollte man eventuell zu. Oh, wie geil. So, dich brauche ich. Das da. Moment, das habe ich doch gemacht. Scheinbar nicht. Moment. Ah, okay, gut. Gut, da habe ich aber mein Item übersehen. Ups. Moin. So, jetzt haben wir ein volles Inventar. Jetzt ergibt das alles schon gesehen. Ah, guter Start, ey. Egal, ich hab's gefixt. Ah, ich wollte doch nur hier schauen, ob man darauf verzichten kann. Haha. Aber wir können mal sehen, oh Gott. Wie viele von den Items wir tatsächlich brauchen. Also, hier könnten wir auch das Powerbrettchen benutzen und bräuchten nicht das Level 3 Schwert, nur so als Info. Stell dich dein Schicksal, du Scheißfledermaus. Moment. Genau. Hoch. Hoch. Und Seite. Gut. Moin Marcel, wie geht's, wie steht's, mein Freund? Ich hoffe, alles gut. Das heißt, momentan bräuchten wir nur das Power Bracelet. What? Achso, Moment. Ah, warte. Gut, ist nicht schwer. Erfreulich, bei uns läuft super. Hanon kann die ganze Zeit zugucken ohne Probleme. Also hat alles weit funktioniert, wie es sollte. Aber wir sind hier mehr Gegner. Oh, ah, okay, sehe, warte. Sehr viel mit Fässer schieben. Fässer. Vasen schieben. Okay. Na guti. What? Ah, okay. Ich trau dem Braten, ich warte. Okay, bringst mich jetzt einfach dahin. Oh, wenn diese Teleporter da sind, da rieche ich doch schon hier wieder eine Falle. Okay, ich könnte hier das auch mit Level 1 Feder und Speed Seeds machen. Können wir uns merken. Rock's Feather wird dafür nicht gebraucht. Hallo Random Zura, okay, hier das gleiche. Random Zura, außerdem gab es auch noch eine Truhe am Anfang des Dungeons, aber da kommt mir nicht hin. Richtig mit Schlüsseln, what? Okay. Moment, sind wir mal so entspannt.
Was mit dir? I am traveling the lands under King Zora's orders to find a new domain, but no place exceeds Labrina Sea, so will you hear my... Warte, was? Ist das dein Ernst? Okay, diese Secrets, die bisher sonst immer auf dem Weg irgendwo waren, sind es hier einfach mal eins ein bisschen drinne im optionalen Dungeon. Okay. Das ist absolut sinnvoll. Okay, wer auch immer sich das gedacht hat. Na gut. Oh Gott. Moment, nein! Bessere Idee. Moment. Ah. Oh, ich hab kein Pulver mehr. Nein! Spring doch! Alter. Lässt sich halt nicht so gescheit steuern. Alter. Okay. Wieder. Aber die... Oh, ich habe nicht das mit für kaputte Böden. Das wäre jetzt praktisch. Okay. Also bisher geht das halt. Das erste war schon das komplizierteste, weil halt du rausfinden musstest, wie man die Blöcke schieben musste. Der Rest ist momentan auch geschicklichkeitstechnisch durchaus ertragbar. So, dann können wir jetzt einmal theoretisch checken, ob das jetzt wie bei Ages ist, wo nur der allererste Teleport funktioniert, oder ob der hier tatsächlich aktualisiert. Nee, der aktualisiert. Okay. Scheint schon mal fairer zu sein als Ages. Ja, Mensch. Ah. Hä? What? Okay. Okay, ich bin so raus teleportiert worden, aber wurde ich instant teleportiert. Also ist das anders beim Runterfallen als beim Lava-Effekt. Ich komme nicht ran, ich verstehe nicht warum. Okay. Ach so, ah, Moment. Ja, okay, gut. Wahrscheinlich muss ich es vorher verschieben. Ja, okay, gut. Okidoki. Da-da-da-da. Das war so schwer. Dann will man mehr Gegner. Ist nichts. What? Wieso geht das wieder nicht? Ach so, warte, wahrscheinlich steht da unten auch. Ah, okay.
Jetzt sind wahrscheinlich die Fische wieder da. Nein. Ah, okay. Also bisher geht es, muss ich sagen, was den Anspruch angeht. Aber wir sind ja auch erst vermutlich am Anfang, Fragezeichen? Oh, hm. Oh, alle besiegen. Oh, das ist ja Spielspaß. Moment, viel bessere Idee. Oh. Ah, Simon, praktische Waffen, die ich hier habe. What? Okay, braucht halt nur zwei Stück. What? Also nicht alle Gegner töten oder was? What? Oh, jetzt sagt mich, dass da ganz am Anfang noch ein Schlüssel war. Hä, aber das wäre doch unsinnig. Vor allem, wie soll ich da hin? Oh, ich darf jetzt meinen Weg neu machen. Das ist dein Ernst. Okay, verwirrend möchte ich sagen. Hey, jetzt nochmal zurück. Wie soll ich da denn hin, wenn das überhaupt das Relevante ist? Wahrscheinlich wieder durch, oder was? Hm. Ach, ich hab's jetzt nicht aufgepasst. Moment. Oh, und den ganzen Weg nochmal latschen. Yay. Ja, aber halt keine Anzeige für eine, Anzeige für eine Tour, weil dafür braucht man ja regulärerweise den Kompass. Huhuhu. Ist jetzt eine Treppe eventuell erschienen oder was? Nee, ich muss von oben scheinbar irgendwo runterfallen. Ja, ist halt die Frage. Ich nehme es mal an. Was anderes würde mir jetzt nämlich nicht einfallen. Oh, warte.
Dann nehme ich an, dass es bei dem Zora-Loch gewesen ist. Weil andere Grube fällt mir jetzt nicht ein. Dann wird das irgendwo hier sein. Nicht hier. Ach, sag mir, dass es jetzt von denen ist oder so. Aber wenn ich jetzt von Karte aus hier ausgehe, dann ist wahrscheinlich eins von da oben wirklich, aber ich wüsste nicht was. Oh, Moment. Nimm doch die B-Taste an. Ich kann wieder den Schalter drücken, aber ich glaube, da passiert nichts. Nö. Ich würde eher das vermuten, aber wo? Ah! Nimm mich mal mit, Kumpel. Nee. Danach ist schon wieder Ende. Ist hier auch kein Sonnenfeld oder so. Ist wieder ein sehr sinnvoller Rückweg hier. Jetzt bin ich wieder hier. Moment, ich habe eine Idee. Ja, aber es muss doch die sein, aber ich habe hier kein Loch. Einzige, was mir einfallen würde, ist, dass ich auf einem gewissen Fleck das halt machen muss, weil der Schlüssel sonst runterfällt. Ich schau nach.
Die habe ich. Das habe ich auch gemacht. Okay, well, das war unsinnige Zeitverschwendung. Danke. So, fehlt noch einer. Wo, wo, wo? Oh mein Gott. Ja, die Sache ist, du hast kein und hörst auch nicht, wie der Schlüssel ins Wasser ploppt, was er sonst immer getan hat. So, also Water Tech Tiles. Ja, ja, ja. Weil in dem Fall hört man das einfach halt nicht. Es macht keinen Sound, kein gar nichts. Cool, danke, dass ich wieder mal die Regeln erinnere. Ich weiß nicht, wo dieser scheiß Schlüssel ist. Ah, es wird Zeit für Spielspaß. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich weiß nicht, wo dieser Schlüssel hingefallen ist. Na, ist das nicht Spielspaß? Ist das nicht geil? Das heißt, wenn ich halt rausgehe, die Gegner sind nicht resettet. Das heißt, ich kann auch nicht wieder den Schlüssel neu droppen. Also müsste ich den ganzen Weg zurücklaufen, mich raus teleportieren und dann wieder hin teleportieren. Um dann die Gegner zu töten, um die Hoffnung zu haben, dass ich sehe, wo der Schlüssel ist. Weil wenn ich halt von hier unten starte, sehe ich halt nicht, wo der Schlüssel runterploppt. Na komm, wo bist du? Du verschmeißt gleich ein YouTube-Video. Selbst bei Aegis brauchte ich das Internet nicht. Das waren zwar alles Nussknacker, aber ja, ich hab halt mit dem. Ich guck nach dem Video. Auch vollkommen okay. Vollkommen okay! Gutes Design, gutes Design. Danke. Ich bin jetzt überall hingeploppt, aber scheinbar brauchst du den magischen Pixel. Wenn du nicht siehst, dann hast du den ganzen Weg raus, um wieder hinzulaufen. Auf limitierten Ressourcen. Mensch, ey, haben wir einen Spaß. So, wo ist der Scheiß? Ich sehe auch gerade, scheinbar reicht die Slingshot Level 1. What? Wait! Moment! Moment. Ihr Wichsknüppel! Ihr absoluten Lutscher! Ihr ekelhaften Ausdruck! Genau, es sind nämlich nicht gleich alle Gegner da. Du darfst nämlich nochmal rausreihen und dann kommt der letzte Gegner. Das kannst du wissen, kein Dedede. Ha!
Game Design existiert nicht in diesem Spiel. Ah, oh, das sind überhaupt nicht viele Bomben, die man hier aufwenden muss. Oh, was? Moment. Moment, warte, lass mal, ne, oder so, ne, warte mal kurz hier, ein kurzer Moment hier, ne. Ne, weißt du was, wir machen das einfach ohne Code, ne? Genau, so, weißt du? Okay, die Frage ist jetzt, ist das in der Ecke fake oder nicht? Ja, aber die gehen halt eine gewisse Distanz und explodieren dann jetzt. Ich kann sie nicht voll zum Explodieren bringen. Das ist alles verarsche hier, oder was? Moment. Also in dem Video hat bisher die Hyperslingshot gar nicht mehr gebraucht, also ein bisschen über... What? Achso, also ist das da hinten alles fake und du kannst es nicht genau einsehen. Cool. Das ist schon fast spaßig. Was hier? Ah, hey, hier kommt mal cooles Zeug. Moment. Aha. Ah, jetzt wird Zeit für Spielspaß. Das Beste im Spiel. Moment. Ja, ich kann einfach... Ups. Okay, ich könnte einen präzisen Sprung machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das will. Das wäre cool. Aber nein. What? What? Okay. Das Geräusch ist übrigens furchtbar auf den Ohren. What? Okay. Kämpfen. Kommst du denn jetzt her? Ah, ein Herz nehme ich. Ah, das ist wieder ein Bumerang oder was? Uff. Wait, what? Nein, das ist nicht dein Ernst, oder? Warte. Kann ich den nochmal aktivieren? Oh mein Gott. Oh, das wird ein Spielspaß, sage ich dir. Oh mein Gott! Ah, das wird ein Spaß. Und die beiden sind fast genau einander. Ja, geil. Seht ihr diesen Spielspaß? Fühlt ihr ihn? Und der Bumerang ist so arschlangsam. Und wenn er einmal tritt, dann fliegt er zurück. Geil. Und wenn ich sie treffe, dann sorge ich... Nein! Dann sorge ich dafür, dass, ne? Ah, ja! Okay, jetzt ganz ruhig, alter Junge. Das hast du gleich. Nein! Nein! Ungünstig. Nein. Nein, auch nicht. Okay. Jetzt nur die zerkacken. Ungünstig. Nein. Komm schon. Mach den lieben Flieg und so ein Shit. Oh. Ich geh auf Tollwut. Ja, fast, ja. Oh, ja, da kann man arbeiten. Nein, was? Ja! Bevor ich das erneut machen muss. So. Leck mich. Oh! Und keine Ahnung, was immer noch in der ersten Truhe war. Ja, sicker Fight. Cool. Ah, warte.
Das ist nicht dein Ernst. What? Oh, wollte gerade sagen, stecke ich das fest. Okay, mal gucken. Muss ich erneut machen. Immerhin nicht. Hä? Ach so. Hm, okay. Oh. Gebaitet worden, wenn du einfach reinrennst, dann darfst du meinen ganzen Progress machen. Nee, stimmt, das ist ja hier anders. Aber wir können es erneut testen. Ist das hier immer noch der letzte Punkt, oder? Ja, Tatsache, hier bleibt das bis zum letzten Punkt. Okay, Aegis Höhle war einfach eine Milliarde anspruchsvoller. Ich spreche immer noch nicht Rock's Cave. Cape. Leider brauche ich das für die andere Stelle. Also dafür brauche ich die Magnethandschuhe und halt für das hier. Bisher gar nicht gebraucht. Ich meine, ich habe auch die Hyper-Schleuder nicht gebraucht als Upgrade bisher. Das würde alles immer noch mit Pegasus-Kern und einem Sprung gehen. Ah. Wait, what? Schon mal zwei. Das hier bringt das Scheiß. Ich habe mich schon das hier nicht. Ach so, das ist doch ein anderer Effekt, sehe ich gerade. Okay. So, das ist auf jeden Fall wichtig. Das da unten kann kaputt. Das hier bringt aber immer noch nichts. Ups. Ich nehme an, der ganz unten muss kaputt. In dem Rücken. Wenn ich den nach unten schiebe, dann kann ich den nicht mehr vorbeischieben, also muss das hier nach oben. Ja, darum mache ich mir weniger Sorgen. Es geht nur darum, dass mir ein Block fehlt. Eine Vase. Weil jetzt kann ich halt die beiden hier verschieben, aber das bringt mir ja nichts. Einer fehlt mir. Aber es bringt mir nichts. Bringt mir aber nichts. Ah, warte. Okay, hab's. Gut.
Ah, okay. Neue Kämpfer, I guess. Ah, und die gehen auch nicht weiter bis... Ah, es geht natürlich auch. Oh, das ist ein bisschen ungünstig. Ah, mit dem Ring ist das sehr ungünstig. Moment. What? Ah, nice. Schaut so ein bisschen nach Finale aus. Besser, wenn man für die Handschuhe benutzen kann, aber Schwert geht auch. Ach, Bigger und Schwert. Das heißt, theoretisch, wenn man Bigger und Schwert hat, könnte man sich auch Handschuhe skippen. Was die Gegner zumindest angeht. Aber man hat sich so auf dem Hinweg, von daher. Na gut, das war nicht schwer. Turbo-Porsche. Ah, es geht weiter. Okay. Wahrscheinlich mit Boomerang. Alles klar. Hm, ich frage mich gerade. Ja, Moment. Da gibt es noch eine viel leichtere Methode. Ja, ich kann so mit. Ich muss mit Boomerang kommen. Wait, what? Moment.
Das reagiert so schlecht. Ich halte so viel runter, wie ich kann. Aber du hast eine gewisse Mindestdistanz. Ich muss gleich voll das Front runterhalten, ey. Moment, bessere Idee. Theoretisch kann ich es auch so machen. Wenn ich es dann irgendwann schaffe. Kann ich doch einfach theoretisch. Moment. What? What? Moment. Ja, das geht auch, aber wie habe ich das gerade gemacht? Er ist über die Blöcke geflogen, ohne anzuecken. Aber ja, das geht auch. Okay, ich muss gar nicht diesen Parcours machen. Die Kerne in den Blöcken abprallen, das war in Ages mit der Kernschleuder, mit dem Kernblasgerät. Hier ist ja nur diese langweilige Schleuder, die nichts tut. What? Ich misstraue dir. You've done well to make it this far, but there is a final trial for the true hero. It costs 60 rupees. Dein Ernst? Ja, du hast nicht das Geld, ja, get fucked. Und wenn du das ganze Geld verspielst, wirst du noch mal den ganzen Weg latschen. Okay, okay, okay. That's cool, I guess. Moment, Moment. Mensch, oh, ich hab auf eine Rubine. Wie ist das denn nur passiert? Oh, du der wahre Held, gib mir Geld. Ich meine, das ist mal realistischer, als würden Leute einfach so für lau helfen, aber wow. Oh, geil. Was? Moment. Ich habe eine Idee. Aber ich möchte es gerne auf Stream drauf tun. Moment.
Desktop. Oh, das erkennt man ja richtig gut. Das sieht jetzt ein bisschen sehr ranzig aus, aber ja. Es ist die Weltkarte. Also wird es wahrscheinlich die Dungeons sein. Also wahrscheinlich die Dungeon-Reihenfolge. Nehme ich jetzt mal an. Ich hab die nicht mehr im Kopf. Und du kannst halt auch nicht deine eigene Karte benutzen, weil, ne? Aber ich hab da eine super geniale Idee. Pass auf, die wird euch die Socken vor den Füßen ziehen. Ah ne, warte, die Weltkarte ist verdeckt, weil das ja ein neues Spiel ist. Ah! Okay, ja, ne? Vor allem, ergibt das überhaupt Sinn, so wie das angeordnet ist? Ich hab keine Ahnung, ob das direkt die 8 Dungeons sind. Ja, aber ja, als könnte ich das noch auswendig. Was ist, wenn ich einen aufmache? Ah, okay, also kann ich einfach quasi Try and Error machen oder was? Der Sumpf? Spielspaß. Wenn du direkt das Layout mit den Dungeons in den Kopf hast, ey. Wow. Was ein krasses finales Rätsel. Halt mich fest. Gibt es halt location-basiert direkt Sinn, dass es direkt so auf der Anhöhe ist? Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, ihr mögt den Sound. Das wird jetzt eine Weile dauern. Moment, was ist, wenn ich es verkacke? Muss ich dann nochmal bezahlen oder was? Du musst es. Du hast nur einen einzigen Versuch oder was? Ja, und jedes Mal 60 Rubine. Okay, es erklärt, warum man nicht direkt hier rausgeschmissen wird, aber jetzt würde ich jedes Mal den Weg gehen wollen. Ne? Ich habe gehört, sowas nennt sich Spielspaß. Oh mein Gott. Sicker finaler Dungeon, yo. Weil ich das wenigstens halt am Stück machen möchte. Wenn so viel kann man wenigstens machen, ne? Was ein Quark. Der da oben links ist halt auf jeden Fall der letzte. Ich hab grad genau den Geist geöffnet. What? Aber der da ganz oben in der Ecke müsste doch fucking der Vulkan-Dungeon sein. Das ist der 8. Was? Der Karte ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Ganz oben links ist der Vulkan. Oder nicht? Nee, warte, vor allem stimmt. Wie soll man das überhaupt rechnen? Der Dungeon ist in der Vergangenheit. Ist in Holodrum. Also halt da, wo die komischen Mannequins zu Hause sind. Jetzt hab ich aufgepasst. Nee, hä? Moment. Ah ja, hier. Halt, müsste ich beide Karten im Kopf haben, oder was? Ist das eine Albernheit? Was ein Käse. Incredible, you have met the challenge. Yay, wow. Das war das Finale. Im kampforientierten Oracle of Seasons.
hatten wir jetzt eine Kampfherausforderung mit ein paar Mini-Gegnern. Nicht mal irgendwie Rehash Bosses oder irgendeinen neuen. Sondern das allerletzte fulminante Rätsel war Schlösser raten oder Schlösser wissen für 60 Rubine den Versuch. Hui! Der nackte Wahnsinn! Geil, wow! Schon sehr sexy. Wow. Also bei Age ist der halt wirklich hardcore schon ein bisschen scheiße, weil ein Fehler und darfst den ganzen. Also in der die erste Hälfte war okay. Und es hatte schon so, dass das ein cooler Rätsel, aber es war halt einfach, oder halt Geschicklichkeitsanlagen, aber es war halt, du verkackst einmal und musst dann den ganzen Dungeon mal machen, oder zumindest große Teile davon. Das war halt das, was da der Ultra-Abfuck war. Weil. Das ist viel zu heftig. Wir reden gleich über den Dungeon. Power Ring Level 3. Sword Damage, Damage Tank. Ja, okay. Immer mehr Damage, I guess. Ja, es sind die Dungeons. Das hat schon gegeben. Nur ist halt die. Also erstens, die Platzierung ist für den Arsch. Zweitens, du hast in den Dungeon da selber keine Möglichkeit, das aufzurufen, kartentechnisch, sondern musst dafür den ganzen Weg wieder raus und dann wieder den letzten Viertel da hinklatschen, um hinzulaufen. Brauchst 60 Rubine pro Versuch, musst mindestens 6 Ton richtig aufmachen, dass du halt da nicht minus gehst. Und einer oder zwei der Dungeons sind in dem Untergrund, was eine eigene Karte ist. Halt, der Dungeon hier war jetzt. Also, das Coolste an den Dungeon waren die Rätselleiche, nämlich halt mit den Blöcken und mit den Töpfen. Das war cool. Die Geschicklichkeitseinlagen hier waren relativ gut machbar. Das war in Ages bedeutsam schwerer, was mich schon ein wenig erstaunt, weil das ja eigentlich immer nur das Rätsel fokussiertere sein sollen. Halt dort das mit den Lavaräumen und den Fahrplatten, sowas, das war ja alles haushoch anspruchsvoller. Die Geschicklichkeitseinlagen hier waren ziemlich. Leicht, vor allem war der Magnetraum jetzt ultra enttäuschend. Das ist eigentlich somit das beste Item. Und dass man da das nicht kombinieren kann, ist ein bisschen seltsam. Dass der Boomerang so viel Fokus hat, ist ein bisschen auch komisch, sage ich mal. Außerdem, dass man das halt umgehen kann, ist irgendwie schon sehr albern. Also gut getestet. außerdem ist Link Game, also hat jeder Zugriff auf Bombshoes, von daher. Und ja, die Kampfeinlagen waren halt gar nichts. Es war nichts. Nichts irgendwie mit der Sonderarena oder ein Boss oder irgendwas. Das war ja nichts. Das der Hauptfokus dieses Spiels, der sich dann nennt Exploration, in Anführungsstrichen, und Kämpfen. Und es war beides jetzt irgendwie mit dem Dungeon nicht zugegeben. Und er war vor allem ziemlich leicht. Das einzig Gruselige war halt, halt Ressourcenmanagement. Das war auch in dem Ages Dungeon ein großes Problem, muss man dazu sagen. Außerdem war der von Ages viel länger. Ich meine, ich habe jetzt wahrscheinlich ähnlich lange rumgesessen, aber einfach nur, weil ich bei den Kistendingern so lange gehangen habe. Plus halt ich noch ein paar Codes nachreichen musste. das war jetzt halt nichts. Halt, der Ages Dungeon hat das Problem, dass die zweite Hälfte, das ist halt ein viel zu urbaner Anspruch, dass du dann jedes Mal den Dungeon machen kannst und sobald du Ressourcen alle bist, musst du wieder raus und darfst dann wieder die zweite Hälfte tackeln. Plus halt diese wirklichen Gotcha-Fallen halt mit. Halt ganz am Ende mit den Wallmastern, das war Bullshit Deluxe. Aber das ist mir als Dungeon doch dessen lieber als das hier. Das hier war nichts. Ages hat da wirklich extrem viel rausgeholt aus allen seinen Items. Was haben wir hier? Also A, es fällt dir einfach schon auf, dass du nichts wirklich was an Items hast für Rätsel und Geschicklichkeit. Die Steine Schleuder ist langweilig und du brauchst dafür nicht mal das letzte Upgrade. Bei Boomerang würde theoretisch auch Boomerang Stufe 1 reichen für den Schaltermanipulation. Ich weiß nicht, ob für diesen Multi-Schalter-Gedöns. Da müssen wir nochmal schauen, wie lange der reguläre Boomerang ist. Ich glaube aber, der könnte auch schon reichen. Ja, und dann brauchst du halt die Magnethandschuhe. Ich glaube, die waren Dungeon 5 oder 6, also müsstest du bis dahin spielen. Bomben kriegst du sowieso, Krafthandschuhe kriegst du, glaube ich, im zweiten Dungeon. Schwert ist egal, Schild ist egal, also dabei reicht auch Stufe 1 jeweils. Ja, und das war's. Und hey, wieder mal, das namensgebende Item hat auch selbst in diesem optionalen Dungeon nichts zu tun.
Ah ja, und die Rocks Feather brauchst du auch nicht, weil das kannst du einfach mit der Federstufe 1 und Pegasus Kern ausgleichen. Also kannst du die Hero Cave hier schon bedeutsam früher machen als die bei Ages. Ey, 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 ich will hier kein Bash von Ages haben, okay? Eventuell hat's dir per se dich nicht so engagiert, weil ich nicht so geflucht und gemotzt habe und alle zwei Sekunden Game Design gebrüllt habe, okay? Aber Ages ist einfach ein verdammt gutes Spiel. Hat's jetzt gerade wie mal umso mehr bewiesen und Seasons wirkt weiterhin wie halb unfertig. Ich weiß ja nicht, warum Ages so viel warum Seasons so viel beliebter ist. Halt die Exploration, die kannst du nach dem dritten Dungeon komplett machen. Und dann bringen dir die Dungeon-Items gar nichts mehr, außer diesen Mini-Teile freizulegen, wo halt der nächste Dungeon ist. Das ist das Einzige, was du an Exploration hast. Weil halt die Welt da entsprechend seltsam geworden ist. Beziehungsweise man einfach scheinbar sich dachte, was, Pegasus-Kerne, whatever, werden schon nicht das Spiel komplett brechen. Und halt die Exploration führt dir auch zu nichts. Halt, du hast eine Milliarde an Laufweg, was scheißegal ist, weil da ist nichts. Nichts Besonderes kann gar nichts. Gacha-Kerne, wenn es so kommt. Stopp die Pressen. Ages macht einfach bedeutsam mehr aus dem Gimmick. Du hast einfach viel mehr an Karte. Der Platz wird deutlich sinnvoller genutzt mit Vergangenheit und Gegenwart. Und halt, da ist die Wegerkundung halt nicht zwangsweise Exploration, auch wenn du viel entdecken kannst. Aber vieles ist auch einfach sehr eng miteinander vermascht. Was zusammenhängt. Und die Wegfindung als solches ist eine Herausforderung, dass man die beiden Karten halt die Zusammenhänge erkennt. Ich würde jetzt nur so zum Ende sagen, dass Ages weiterhin das bedeutsam bessere Spiel ist, was ich auch viel eher empfehlen würde. Einfach auch schon mit den ganzen Items. Seasons ist weiterhin nichts. Nichts. Nada, niet. Es macht nichts. Und dafür, dass das kampforientierter sein soll, waren die Bosse auch nichts. Keine Ahnung, bei Aegis waren die Bossankämpfe deutlich nicht anspruchsvoller, direkt, aber halt involvierter. Ich weiß einfach nicht, wie man da so sehr mehr auf Seasons abfahren kann. Ich verstehe es nicht. Aber gut, in beiden Fällen kriegst du entsprechende Ringe. Ich würde sagen, die aus Seasons ist mal besser, weil halt wenigstens Schaden erhöht. Halt Schaden weniger einstecken. Ja, aber wenn du halt null Schaden machst, dann ist das auch Wayne. Aber beides keine guten Ringe. Ich würde sagen, die aus Seasons ist besser. Aber gut. Dann war's das dazu. Nee, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das war jetzt unterwältigend. Die einzigen beiden Räume, die ich extrem gut fand, waren halt die Rätselräume, was mehr ein Fokus von Aegis ist. Das wirkt hier dezent deplatziert. Aber naja. Ah, und wir sind jetzt immer noch nicht an die eine Kiste rangekommen. Das würde mich ja mal sehr interessieren, was da drin ist, weil keine der Anleitungen sammelt die Kiste ein. Fällt mir mal so ein. Moment. Das würde ich jetzt mal noch gerne wissen, was das ist. Also wahrscheinlich wieder ein Gacha-Kern, aber ich würde gerne wissen, man da hin soll. Moment. Er hat sich hier greifen lassen. Scheinbar nicht mit Absicht, nehme ich an. Ne, hier ist jetzt so. Ist der Weg. Ich verstehe es nicht, was das soll. Hier sind die Monsterkämpfe, hier ist das Ding, hier ist das großartige Finale. Ja, hä? Er hat dafür die Truhe geskippt. What? Oh, der Kommentar beschreibt's gut. You think this Hero's Cave gets nasty? The Ages One is a ball buster. Ja, das ist. Oh,
Und keiner schreibt was für der Truhe. Okay, diese Truhe ist einfach scheinbar nicht existent. Na gut. Dann, das soweit dazu. Das war das Geheimnis der Hero Cave. Das einzige Interessante, was ich wirklich bei Season sagen kann, ist, wenn du durch die Story spielst beim Link-Game. Für die, die das selber machen wollen, die können sich jetzt hier schon verabschieden. Ich sag dann noch kurz Ciao, aber gut. Der Rest möge nicht hinhören. Auch wenn ich nicht glaube, dass hier irgendwer das spielen wird. Und zwar taucht hier dann in Lothrum Königin Ambi auf. Weil halt Nairu, also sie fragt ja Nairu, hey, kannst du mich in die Gegenwart mitnehmen? Und dann kommt sie mit dir in Gegenwart und dann reist sie hier nach Holodrum. Dann hast du halt so eine Sidequest, wo du halt ihren verschollenen Ehemann suchst, weil wir haben ja im Spiel gelernt, oder wenn du halt NPCs anquatscht, in Aegis, dann lernst du ja, dass ihr Mann mal zur See gefahren ist und nicht mehr zurückgekehrt ist. Und hey, Mensch, die Theorie bewahrheitet sich, der Skelettkapitän ist der verschollene Ehemann. Das ist ein netter Titbit, aber das ist effektiv auch etwas, was zu Aegis gehört, weil nur Aegis das auslöst. Seasons macht ja gar keinen Sondercontent in Aegis, also halt außer die Standard-Link-Game-Eigenschaften, also und ergo, dass Zelda auftaucht und halt die Passwörter da sind. Aber es ist ja ganz interessant, dass halt ein Teil von Aegis Handlungsstrang in Seasons eingeplöppt worden ist und das dann automatisch für mehr für besseren Handlungsteil sorgt. Naja, gut, wir sind fertig damit. Ich habe jetzt Hunger. Das waren Aegis und Seasons. Aegis war dann sehr geil. Wenn ich mal Randomizer oder so spiele, werde ich wahrscheinlich beide angehen. Oder auch nicht. Mal schauen. Ich habe mehr Lust auf Aegis, wenn ich ehrlich bin. Und Aegis kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Seasons weiterhin nicht. Und ich werde weiterhin nicht verstehen, warum das so beliebt ist. Aber gut, musste ich ja nicht. Ich danke vielen herzlichst fürs Lurken und fürs Zuschauen. Ich hoffe, man hatte Spaß. Ich werde mal schauen, ob ich hier gleich weiter streame oder nicht. Ich muss noch die Szene für ein anderes Projekt vorbereiten. Und dann mal schauen, wir haben es ja schon, gleich 18 Uhr, ne? Und ja, wir sehen uns jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Für die, dann mit dranbleiben, also ihr könnt auf Discord schauen, bis gleich. Und für den Rest sage ich mal, bis zum nächsten Projekt. Bye.